Hallo meine Lieben, hier bin ich nochmal mit einem kurzen Tutorial. Und zwar bin ich gefragt worden, ob ich euch zeigen kann, wie man diese Gutscheintasche hier macht. Wie ihr seht, man braucht nicht viel. Es ist relativ einfach gemacht. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar brauchen wir hier mal ein Schneide- und Falzbrett. Dann braucht ihr einen Cardstock in der Länge 18 cm mal 10,5 cm. Das falzen wir einmal bei 6,5 cm. Ihr seht ja gar nichts. Moment. Einmal bei 6,5 cm falzen. Das zweite Mal bei 13 cm falzen. Und dann nochmal bei 13,5 falzen. Dann braucht ihr noch ein Designpapier. Das hat die Maße 12 mal 21 cm. Das falzen wir einmal bei 12 cm und einmal bei 20 cm, damit zum Ende hin. 1 cm als Falz übrig bleibt. So, Falz, Schneide und Falzbrett können wir zur Seite legen. Dann falzen wir uns das zusammen. So, das kleben wir unser Innenteil gleich mal zusammen. Das Designpapier. Kleben wir uns einmal zusammen. Schön Kante auf Kante. So. Das lassen wir mal kurz anziehen. Dann falten wir uns jetzt unser Außenteil. Die Falzlinien nach. Einmal, zweimal, dreimal. So, das ist unser Außenteil. Das ist so, jetzt nehmen wir uns den Innenteil. Der sieht jetzt so aus. Der ist zusammen und den müssen wir uns jetzt einmal nochmal in der Mitte zusammenlegen. Machen wir andersrum. Legen wir so hin. Schön Kantecke auf Ecke. Und schön nachfalzen. So, hier nehmen wir uns jetzt das doppelseitige Klebeband. Zuerst müssen wir uns noch, können wir das doppelseitige Klebeband nehmen. Ist schon richtig. Das machen wir uns jetzt auf drei Seiten nur ein Stück in der Mitte, damit man es dann nachher auch noch aufklappen kann. Zweimal. Und auf der Rückseite auch nochmal. So. Jetzt nehmen wir uns wieder einen Kreisstanzer und machen wir uns hier wieder solche Öffnungen hinein. Einmal auf der zweiten Seite auch, so halbwegs. Genau. Zweimal. So, dann kann. Jetzt können wir das hier in unser Teil hineinkleben. Ich ziehe mal hier die Außenschutzfolie ab. Innen auch. Bei innen können wir es schon zusammenkleben. Schön zusammendrücken, dass es auch hält. Und jetzt kleben wir uns den ersten Teil, schauen wir, dass wir uns den hier schön
hineinkleben können. So. Das ist hier unten auch noch schön zum... Also nicht ganz, bitte nicht ganz an die Falzlinie ran, weil sonst könnt ihr das nicht mehr überklappen, sondern einen kleinen Abstand lassen. Jetzt können wir hier die Schutzfolie abziehen, klappen uns das hoch. So, ich nehme hier ganz gerne wieder meine Magnete. Ich verschließe sehr gerne mit den Magneten, da bin ich mir sicher, dass es hält. Ihr könnt auch gerne die Klettverschlüsse nehmen oder ihr macht euch einen anderen Verschluss, wie ihr das wollt. Das ist euch überlassen. Ich nehme hier einen Magneten, setze ihn hier an, nehme die Schutzfolie vom zweiten herunter. So. Und somit ist eigentlich unsere Tasche schon fertig. Ich werde mir hier noch schnell ein bisschen die Ecken abrunden. Das hätte ich vorher machen können. Das kann ich aber zum Glück jetzt auch noch. Drei. Hier wird es auch funktionieren. Drei. Hier, wenn ihr die Ecken abrunden wollt, macht das bitte vorher. Ich werde mir hier jetzt noch ein bisschen... Stempelfarbe nehmen, werde mir das hier noch ein bisschen distressen. Das könnt ihr wie gesagt wieder machen, wie ihr wollt. Ich mache mir das hier jetzt noch ein bisschen, das hätte ich mir zwar vorher machen können, aber ich mache es jetzt noch schnell. Ihr könnt auch verzieren, wenn ihr wollt, vorne das Cover mit Motivpapier auch noch beziehen. Wie gesagt, es ist euch überlassen, wie es euch am besten gefällt. Das wird dann eher eine Tasche für einen Mann werden. Da werde ich vorne nicht mehr so viel drauf machen. Vielleicht dann noch, wenn ich weiß, wer es bekommt, noch einen Spruch drauf. So, zugemacht. Hier nochmal ein bisschen. So. Und somit ist unsere Gutscheinkarte fertig. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich werde euch die Maße wie immer unten in die Infobox verlinken. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ihr könnt mich auf Facebook und auf Instagram erreichen. So, meine Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.